Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 23 von Astronier. Ja, da hinten steht unser Wagen und wir müssen gucken, dass wir den jetzt mal entladen. Dann hat der Mordrak mir geschrieben, wenn ich Graphit nutze, dann kann ich einen Einpacker machen. Den muss ich dann gleich mal erforschen, glaube ich, und dann machen. Und die Zentrifuge soll ja auf eine Plattform und dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, dass die dann da drauf ist, ne? Was mir passiert, ist immer, dass das Spiel momentan abstürzt. Ich weiß nicht, ob das das Aufnahmeprogramm ist oder sowas. Da muss ich mal gucken. Arbeite ich aber dran, dass wir das besser hinkriegen. Ich werde vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht einen Sprung im System haben, weil ich dann irgendwie nachladen musste, weil ich vielleicht mehr speichern werde. Alles klar, nach dem Intro schauen wir uns das Ganze dann mal an, ne? Bis gleich. So, dann packen wir mal erstmal hier Harz rein. Zwei davon. Dann kriegt er die Aufgabe, die Plattform zu machen für die Zentrifuge. Dann gehen wir gucken, was der Mordrak sagte. Ich glaube, da muss ich ein Harz, ein Graphit für haben. Den packen wir da mal rein. Und dann gucken wir mal hier. Gerade rein. Ah ne, das waren die Aufgaben. Forschen tun wir hier. Er schrieb, glaubt, dass das in der obersten Ebene ist. Und hier ist der Verpacker. Der kostet mich 1000. 3050 hätte ich. Naja, das Dynamit rückt ein bisschen weiter weg. Aber wir machen den Verpacker, damit wir mehr von diesen dicken Klötzen mitnehmen können. Und dann einbauen können. Gut, und jetzt gehe ich in den Rucksack und guck mal, ob es das hier gibt. Da ist er schon. Dann forschen wir den Verpacker. Der ist fertig, der ist hier drin. Neue Mission, Schreddern, Schrott, Handeln. Okay, und das Teil. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir dann, wenn wir so einen Klotz da haben, müssen wir das da mal ausprobieren. Ne? Ja, den wollte ich da einmachen. Okay, das bedeutet Rucksack wieder zu. Das haben wir erledigt. Und jetzt geht es weiter mit Auspacken. Den können wir hier hin machen. Den auch. Den auch. Ist da noch was dran? Ne, der ist leer. Der ist voll. Ist der leer? Sieht so aus, ne? Dann machen wir den mal dahin und den auf dem Wagen. Dann haben wir ganz schnell geladen. Ne? Ist das so? Ja, passt, ist leer. Fahrzeug haben wir entladen. Das ist schon mal gut. So, jetzt, damit das Spiel immer wieder abstürzt, hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann speichert der, glaube ich, automatisch ab. Ne? Genau. Dann haben wir da schon mal einen Speicherpunkt gemacht und das ist schon mal gut so. Hier haben wir jetzt die Plattform. Die stelle ich mal da hinten hin. Und pack die aus. Muss ich halten. Genau. Dann kommt die da drauf und die braucht noch Strom. Und dann legt die schon was los und macht da was rein. Okay. Und dreht sich schon. Okay, da war da irgendwas eingestellt, würde ich sagen. Ja, wie wir sehen, braucht die sehr viel Strom. Die Batterien werden gerade leer. Oder haben wir keinen Wind und so. Wo war denn hier unser Windgenerator? Der war da auch irgendwo her. Ja, weiß ich jetzt. Ah, da hinten ist er und der steht. Okay, da kommt gerade nichts rein. Gut, okay. Mit diesem Entpacker müssten wir jetzt eigentlich zusehen, dass wir da gerade einmal schauen. Oh, hier ist alles rot. Jetzt ist alle. Das heißt, wir müssen einen Generator bauen. Kriege ich den Generator hier? Ein Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erdzentrifuge, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattform. Da waren wir, glaube ich. Der kann das nicht. Das ist ein kleiner Generator, der aber kein Dingens hat. Deswegen geht hier auch gerade nicht laden. Jetzt geht laden. Ja, da müsste man gucken, dass man das automatisiert in irgendeiner Form, ne? Dass der nacharbeitet dann.
Jetzt wird auf jeden Fall geladen und wie wir sehen, ist die Erdzentrifuge auch wohl fertig und wir haben jetzt ganz viel Harz. Ja, im Brennofen geht Harz nicht rein, aber ist ein netter Lagerplatz gerade. Dann schmeiße ich das da mal rein. Und wir brauchen mehr Forschungspunkte dann noch, ne? Wie ist es mit Forschung? 2,50. Wir müssen ja Dynamit haben, ne? Habe ich das schon erforscht? Glaube nicht, ne? Ne, macht er. Ich weiß aber nicht, ob das immer wieder erforscht werden kann oder ob das nur einmalig ist. Das weiß ich gerade nicht. So. Graphit da rein, geht das? Ne, der geht nicht. Schmelzofen, ja, wofür bräuchten wir den? Ach, hier unten können wir runter, ne? Das hat ja der Mordrock mir ja auch geschrieben, dass ich mal in den Höhlen mehr Klamotten holen muss, ne? Da unten zum Beispiel. Vielleicht sollte ich diese Rampe mal ein bisschen ausbauen, ne? Ich brauche ja sowieso Erdreich für die Zentrifuge, oder? Ist das jetzt voll? Ach, ich habe jetzt hier gerade Graphit gefunden, oder was? Naja, könnte sein. Ja, hier oben sieht man was davon. Okay, dann haben wir hier auch eine Höhle, die wir ja schon benutzen, ne? So. Und in der Höhle gibt es Sachen, hat der Mordor geschrieben. Hier ging es ja noch tiefer, ne? Ja. Da unten ist ja auch noch was zu finden. Das heißt, wir müssten jetzt hier mal ein bisschen breiter machen, damit wir da schöner runterkommen, oder? Ah, der war falsch. Den mal gerade wieder hinstellen. Und da habe ich jetzt gerade Fusch gemacht, glaube. Ja. Habe ich so ein Teil noch? Ja, ich habe noch so ein Teil. Dann würde ich den jetzt mal da hinstellen. Dann passt das mit der Verbindung auch, oder? So, aber wir müssten jetzt hier noch wieder breiter werden. Okay. Unser Werkzeug. Ah, ich habe kein Erdreich. Okay, das klappt dann erstmal nicht. Das heißt, ich muss erst was abbauen, damit ich wieder plätten kann, ne? Was war das? Harz? Gibt's hier Harz? Nee, C war's. Keine Energie mehr. Und wahrscheinlich auch gleich kein Sauerstoff, wenn wir da nicht aufladen. Okay. Strom kommt. Ja, das war Harz, da hinten ist es ja dran. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder eine Ladung. Und hier geht es dann runter. Würde das aber gerne hier einmal ein bisschen zumachen wollen. Bevor ich da nämlich unten reinsegel, habe ich auch nichts gewonnen, ne? So. Hier hatten wir schon ein bisschen breiter gemacht. So geht's erstmal, oder? Da unten liegt noch Graphit, den wir mal liegen lassen haben. Den können wir jetzt mitnehmen, oder?
Nicht Graphit. Sag schon. Gemisch. Davon gibt es hier genug. Unser Werkzeug ausgepackt. Was passiert mit diesen roten Dingern? Sind die böse? Hier haben wir keinen Sauerstoff mehr. Also nicht weitergehen, ohne Leitung zu bauen. Dahin. Dahin. Müssen wir wieder einbauen. Aber hier ist jetzt nicht so wirklich was, oder? Einmal hier ein bisschen was wegmachen, das ist zu hoch hier. Gucken wir mal weiter. Wieder so ein Teil hier hinbauen. Tiefer in diese Höhle. Wo ist hier der Sauerstoffanschluss? Da. Okay, hier gibt es auch wieder Sachen. Und jetzt bin ich im Kreis gelaufen, weil da ist unsere Rampe. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder hoch. Schauen zu, dass wir da abspeichern. In dieser Höhle müssen wir mal weiter gucken dann, wie weit wir da hinkommen. Und ob es da noch mehr gibt, was wir brauchen. Hier oben ist der Graphit, der hier schön hängt. Den haben wir dann erst. Und dann schauen wir mal, ne? Auf einmal in die Basis. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns da in der nächsten Folge einmal drum, wie es weitergeht, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.